Wir haben uns entschieden für Weihrauch und Myrrhe. Und die Myrrhe sollte symbolisch stehen für die Erdung oder für die Erde. Und der Weihrauch aus Oman in dem Fall für das Himmlische, für das Luftige. Diese beiden Substanzen passen eigentlich immer super zusammen. Nur als Tipp mal. Ja, dann fangen wir einfach mal an. Wir machen nochmal Sand auf die Kohlen, dass die Harze nicht so verkohlen oder verbrennen, so schnell verbrennen. Das soll nämlich sanft räuchern. Und diese 5 Kohletabletten stehen jeweils für einen Buchsbaum, der hier Abschied nehmen muss. Jetzt kommt der Weihrauch. Man kann hier schön erkennen, wie langsam es verräuchert. Und somit auch keinen unangenehmen Nebengeruch entwickelt wird durch zu heiße Kohlen. So, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, das zu beobachten. Und ich hoffe, ihr könnt es in irgendeiner anderen Form oder in gleicher Form für eure Lieblinge Pflanzen im Garten nachmachen.